Der Familienstreit Lombardi-Engels geht in die nächste Runde. Ex-DSDSler Marvin Cibulski will und kann nicht länger still dabei zusehen, wie Pietro und Sarah für die bitterböse Fehde verantwortlich gemacht werden. Der 32-Jährige hat hautnah miterlebt, was wirklich zwischen Pietro und seiner Familie vorgefallen ist. Es ist zwar schon so, dass er den Kontakt abgebrochen hatte von der Familie, liegt aber auch daran, weil die Familie hat schon von Anfang an gar nicht an ihn geglaubt. Zur Verlobung war es ja schon so, dass die ganzen Tanten und egal, auch selbst der Marco, die haben ja alle gegen ihn gefeuert. Doch damit nicht genug. Noch während der Staffel soll Marco schon versucht haben, sich an Pietros wachsendem Ruhm zu bereichern. Der Marco hat die Telefonnummer von Pietro verkauft für 10, 15 Euro halt. Dann waren wir 2 Stunden weg und hat 1347 Anrufe drauf gehabt. Da muss ich schon lachen drüber halt. Harte Vorwürfe gegen Pietros Familie. Und selbst jetzt nach der Hochzeit sieht Marvin keine Chance auf Versöhnung. Die stellen den alle immer als Blödmann dar und als Clown. Die haben den gar nicht für voll genommen halt. Wenn man seinen Sohn so liebt, dann stellt man den nicht an Pranger. Das ist meine Meinung. Ne? Dann steht man zu seinem Kind, egal ob er eine Brille aufhat, wo es nicht gut aussieht, oder ob der Hut nicht passt oder sonst irgendwas. Und ich finde, er hat es eigentlich richtig gemacht. Ob richtig oder nicht, wir bleiben dran. Ah ja, die Katze kann schon gelegentlich ihre Krallen ausfahren. Eigentlich wollten wir uns mit Daniela Katzenberger auf der Beauty-Messe nur über ihre erste eigene Nagelpflegeserie unterhalten. Was dann am Ende dabei rauskam, naja, das muss man selber sehen. Ich kann selber Nägel machen, ich kann selber nageln, aber ich mache das nicht selber, weil ich zu lang brauche. Mir selber lasse ich es gern machen. Oh, wie klingt das? Kurz. Also wenn ich es mir machen lasse, muss man darauf achten, dass es nicht so klebrig ist. Meinem Freund lasse ich es mir nicht machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde dir gerne sagen, dass mein Freund ist interessiert, was für Nägel ich habe, aber das tut es nicht. Also er will einfach nur, dass sie schön gemacht sind. Er mag meine Nägel, aber das haben wir noch nie besprochen. Ja, liebe Daniela, ein Gespräch über Nägel hat schon so mancher Beziehung ganz gut getan. Bangen um Lil Wayne. Derzeit überschlagen sich die Meldungen. Mal heißt es, der Skandalrapper liege bereits im Sterbebett, dann wieder, es sei alles gut. Die Fans sind verunsichert, denn viele Fragen bleiben offen. Wie steht es um Lil Wayne tatsächlich und was genau hat die Krampfanfälle ausgelöst? Sicher ist eins, seine Mutter macht sich ernsthaft Sorgen. Gerade ist sie nach Los Angeles geflogen, um im Ernstfall über lebenserhaltende Maßnahmen entscheiden zu können. Wir wünschen jedenfalls gute Besserung. David Hasselhoff-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Lange wurde dem Pop-Opi und seiner Friedenshymne der Fall der Mauer zugeschrieben. Jetzt redet der Hoff Klartext. Somebody said that I said something stupid, that I had something to do with the wall, which is absolutely untrue. Na, da müssen jetzt wohl die Geschichtsbücher umgeschrieben werden. Dass der Kultstar sich für den Erhalt der Mauer einsetzt, finden wir aber absolut top.